Eine ausgewachsene, etwa 2,5 Jahre alte Ferse hat am Montagnachmittag im Westerstedter Gewerbegebiet am Hansacker die Polizei in Atem gehalten. Das tragende Tier war während eines Weideabtriebs bei Burgvorde ausgerissen, von den Besitzern und Treibern aber verfolgt worden. Als die Polizei alarmiert wurde, war das Rind auf der Straße Neukampf unterwegs in Richtung des dortigen Wendehammers. Sie rannte plötzlich los und sprang durch eine hohe, dichte Rhododendron-Hecke, mitten in einen Privatgarten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Oldenburger Schusswaffenexperte der Polizei, Sven Guderjan, gerade den zweiten Narkoseschuss auf das Rind abgegeben. Wenig später knickte das Muttertier ein und ging zu Boden. Bei einer Begutachtung stellte sich später heraus, Kuh und Kalb sind wohl auf.